Kommen zum zweiten Teil des, ich weiß nicht wie vielten Parts, aber der letzte Part hat ja einfach aufgehört. Das war, weil mein Speicher leer war. Deswegen machen wir jetzt einfach so weiter. Ich werde das Video ungefähr 5 bis, keine Ahnung, 10 Minuten lang machen. Aber das Geilste ist, seitdem hat sich einiges verändert. Und zwar, ping, ich habe eine Minimap. Yeah. Ja, mit einer App geht das. Wenn ihr wissen wollt, also ich schreibe euch die App jetzt nicht, einfach so, also wenn ihr könnt mich in die Kommentare fragen, wenn ihr wissen wollt, wie die App heißt. Ich habe die App von Crafting Link, also wie nennt man es? Den Fort, oh, ich bin so blöde, die Empfehlung zu dieser App und deswegen bedanke ich mich herzlich bei ihm. Ich wollte gerade nur kurz gucken, wo mein Aufnahmedings ist, weil ich es immer unsichtbar mache. Ja, wir wollten eigentlich, also wir sind im letzten Part in den Nether gegangen. Und ja, jetzt wollen wir halt das da oben machen. Da muss ich mal kurz aufs Dach gehen. Wir wollten ja auch unser Haus verstockwerken. Also ein zweites Stockwerk dran machen. So. Ich habe mir das so vorgestellt, das mit der Hütte. Okay. Ja, sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. So, jetzt mache ich mal den Rand. Ich würde aber sagen, das cutte ich kurz. Okay, jetzt sind die Blöcke aus. Recht viel weiter habe ich jetzt nicht geschafft. Gut, dann mache ich die jetzt erstmal. Boah, das ganze Bild ist voll, aber wenigstens vom was Sinnvollen. Ja. So. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr, aber ich habe ja noch Holz. So. So, das müsste jetzt genügend sein. Hallo? Wo bist du denn da? Es hat dir überhaupt keiner erlaubt, dass du hier bist, Kuh. Ich musste zwischendurch Holz holen, weil das ist echt mehr nach da, als ob es als nachdem es aussieht. Ich habe noch was, okay? Okay, dann mache ich jetzt noch 1, 2, 3. 18 müsste jetzt noch reichen. Und das mache ich jetzt noch mit. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo die Minimap ist, die kann ich auf und zu machen. Das ist sehr praktisch. Und die werde ich. Oh, ich muss auch so doof sein. Ja. Weil immer kann ich die Minimap auch nicht haben, weil irgendwann ist sie dann doch nervig, weil sie auch sehr viel Platz nimmt. Da guckt mich das Schaf an. Das scharfe Schaf. Das ist teilweise schon so dünn, dass ich dann nicht mehr bauen kann. Ich glaube, ich mache es jetzt erstmal so. Provisoris. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Die 18 Blöcke haben drüber nicht gereicht. Jetzt zähle ich mal ganz genau. 1, 2, 3, 4, 8. 8 fucking Blöcke. Oh nein. Moment, kann ich wirklich nichts mehr machen? Shit. Gut, dann gehe ich noch Holz holen. So, jetzt habe ich zwar gleich 18 gemacht, aber das war jetzt aus Ungeduld, weil ich möchte das endlich fertig haben. Ups, jetzt habe ich auf Stop gedrückt. Das geht aber nicht. Meine App will nicht aufnehmen. Will nicht, dass ich euch was zeige, was sie aufnimmt. Will alles privat haben. So geht das aber nicht. So, ich finde das eigentlich schon ganz gut, oder? Ich muss mich jetzt mal von außen begutachten. Ja, lass mich doch rein. Und frisst das Gras, wie eben. Lugi-Lugi machen. Ja, sieht ganz geil aus, muss ich sagen. Minimap. Jetzt muss ich mal gucken. Ach so, das ist der Lavas. Ich dachte, was ist denn das für was Schwarzes? Aber die Minimap ist echt cool. Da kann man mal so gucken, was da außen herum ist. Jetzt möchte ich echt mal gucken, was da überhaupt ist. Irgendwas Besonderes ist da hinten.
Ich guck mal. Es braucht es immer ein bisschen, bis es ladet, aber. Hey, das ist ein großes See, den sehe ich auch von hier. Und ein schwarzes Schaf. Was haben wir denn in dieser Richtung? Ich gucke jetzt mal nach. Ja, wahrscheinlich wegen der Mod und wegen dem Aufnehmen. Kann beides sein. So, hier haben wir auch nichts Besonderes eigentlich. Die Map zeigt eigentlich nicht mehr an, als man sieht. Nicht wirklich eigentlich. Naja, es geht. Schwein, ich nehme dich noch mit. Hüpfen, dann kriegt es mehr Damage. Das ist ein neuer Tipp von mir. Wenn ich so X-Zeichen bekomme, also so, wie ihr gerade gesehen habt, ich zeig's euch mal bei dem Schaf da drüben. Wenn man hüpft, dann kriegen sie mehr Damage. Guckt. Oh Gott. Ach komm schon. Na, jetzt konnte ich euch jetzt zumindest zeigen. Ja, so geht ein Schwert kaputt. Habe ich euch das auch mal gezeigt? Einfach auf ein Schaf schlagen. So, ich bin Koordinaten 663, 991. Okay. Achso, mein Helm ist ja noch von den Lohnen kaputt. Ich muss mir jetzt aber ehrlich gesagt ein neues Schwert machen. Ich habe auch eins. Aber das ist schon echt sehr voll gedamaged. Deswegen mache ich mir ein neues. Habe ich überhaupt genug Eisen? Was ist denn überhaupt noch im Ofen? Ich muss es mal gucken. Nix. Ein Netherziegel. Oh Gott. Das auch noch. Okay. Wieso kann ich das nicht nehmen? Oder ist das gar nichts? Das ist wahrscheinlich gar nichts. So, da sind zwei Eisen. Da mache ich kurz einen Stick. Dann mache ich ein Eisenschwert. Dann mache ich mal ganz kurz einfach random verzaubern. Was? Nur so ein Crap? Na gut, dann eben Peinigung. Von mir aus. Ja, wie viel haben wir denn? 7 Minuten, okay. Höchstens bis 10. Wenn die Aufnahme einfach endet, dann ist es mein Speicher, aber. Sonst braucht ihr euch eigentlich nichts denken. Ja, dann machen wir mal den zweiten Stock, würde ich sagen, oder? Hey, ich weiß, was voll cool ist, was wir machen. Ich mache hier so eine Terrasse. Das wird geil, Leute. Das wird geil. So, damit es ein bisschen schneller geht, mache ich die geteilte Steuerung aus, die ich einfach so machen kann. Und keine Fehler mache. Braucht auf jeden Fall viel mehr Holz. Viel mehr. Das bleibt halt aus. Nicht ein Monster, das. Gut, dann bis gleich, wenn ich Holz habe. Huhn. Hi, Kuh. Ein paar Rosen könnten wir auch mitnehmen. Für die Terrasse eben. Oder auch für den für unten halt, für den Garten. Das ist natürlich toll, oder? Ich frage mich, wer die da eingesetzt hat, weil da liegt einfach so ein Apfel. Ich will nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe, dass ich einen Apfel krieg. Geil. Ja. Dann habe ich jetzt mal genug Holz. Ich habe ein paar Tiere getötet, wie ihr gesehen habt. Okay, ach so, was mache ich denn für einen Scheiß? Das geht aber nicht. Okay. Ja. 4 Blöcke müssen nicht für die Terrassenbreite reichen. Und da werde ich dann auch so Blumentöpfe machen, also das. Das wird das Kalender